So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Yooka-Laylee. Herzlich willkommen! Ja, wir sind auf jeden Fall in dieser Welt schon fast durch. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt auch wahrscheinlich nur noch ein Pagey. Und um das zu finden, müssen wir ein kleines Rätsel lösen, was uns ein fetter Sir Lancelot aufgegeben hat. Oh, oh, warte mal. Ich möchte die betäuben, schnell, betäuben. Weil betäubte Gegner sind natürlich einfacher zu killen. Aber das will ich eigentlich gar nicht mehr erreichen, sondern es gibt ja diese coolen, wie heißt das? Erfolge, die man freischalten kann. Und deswegen muss ich so viel wie möglich von denen betäuben. Okay. Sag mal bitte nochmal deinen Satz. Nom, nom, nom. Ja, schon vergessen? Erlaubt mir, euch den Hinweis erneut zu geben. Ja, erzähl mal. Oh, meine Füße sind nass. Doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmistadt schon nicht ertrinken. Was ist Firmistadt? Firmistadt. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was er mit Firmistadt meint. Ich weiß zwar, dass da irgendwas mit Wasser ist. Und wir hier auch... warte, wo war das denn gleich? Hier nicht? Nein, da nicht. So, hier. Hier ist das Wasser. Da kommt man rein. Und hier unten ist ein Schalter. Den kann ich aber nicht öffnen. Und hier unten, weiter unten, müsste es auf jeden Fall noch einen Page geben, denn ich höre ja was. Aber ich finde es jetzt leider nicht. Ich finde leider den Ausweg nicht dafür. Also das hier sieht zwar auch verdächtig aus, aber ist einfach nur Deko, wie es aussieht. Also jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Und vor allem fehlt mir noch ein Geist. Den könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass der unten ist. Irgendwo da unten. In dieser Stelle. Oh, warte mal. Da kann ich auch noch irgendwie hoch. Das heißt, ich werde das mal versuchen. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Stellen überall, wo Federn sind, was ich da quasi noch nicht war. Und das sagt mir immer, da muss ich nochmal hin. Erstens will ich halt alle Federn haben. Und zweitens könnte da ein Hinweis sein auf den nächsten Geist oder auf irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe hier im Spiel. So, wie komme ich jetzt darüber? Na, bin ich schon noch zu früh? Ah, ich bin zu früh runter. Rüber gesprungen. Ob das der offizielle Weg war, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich rutsche auch. Ich probiere es mal aber. Nein, er rutscht nicht. Sehr gut. So, wir haben drei neue Federn. Okay. Da ist aber nichts mehr. Es muss doch noch irgendwas sein, was ich übersehen habe. Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Oh. Okay. Ich bin ja nicht weit geflogen, sagen wir mal so. Genau, was ich auch noch nicht probiert habe, ich war noch nicht hier drin. Was ist denn hier eigentlich? Oh, ich höre etwas. Duke's Tempel. Oh, da ist ein Pagey. Okay, ich sehe was zum Schießen. Oh, was ist das für ein Ding? Oh mein Gott. Einer von den Bösen mit dem Hut? Wahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade sagen, warum ist er nicht böse?
aristokratischste Charakter im Spiel bin. Oh, ein Aristokrat. Mit blauem Blut. Sieht so aus. Eispalast, okay. Ja, ja, die Fledermaus spoilert schon mal ein bisschen auf die nächste Welt. So, da wir mit einem bescheidenen Beleuchtungsproblem behelligen. Ja, stimmt. Mhm. Die Oberfenster verdunkelt. Mhm. Okay. Das heißt, wir machen seine Decke kaputt, damit er mehr Licht kriegt. Alles klar. Pip lässt den Pager rüberwachsen. Ja, aber hallo. Wenn nicht, dann wäre ich aber sehr enttäuscht. Dann werde ich wieder alles zumauern. Mit viel schlimmerem Bedecken, jawohl. Kack mir die Bude zu, Junge. So. Einmal hoch. So, wo sind die Fenster? Wo sind seine Fenster? Müssen wir noch einen hoch? Okay, also hier sind keine Fenster. Oder besser gesagt, Fußplatten, die wir kaputt machen können. Zack! Das ging schon mal. Ja, gerne. So, weiter geht's. Anderen drei blockierte Fenster, ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Junge. Wir bringen quasi Licht ins Dunkel. Zack. Und einer fehlt noch. Mhm. Na klar, da sind wir dabei. Ja, das haben wir schon gemerkt, dass wir da reinkommen, ne? Deswegen sind wir überhaupt jetzt hier oben. So, und rein da. Und jetzt hat er gesagt, es ist ein Schießstand. Okay, das heißt, wir werden jetzt ein bisschen durch die Gegend ballern. Na dann los. Erzähl mal. Ja, bitte, ne? Aber wie viele soll ich denn treffen und wie viele kommen hier? Ja, klar wollen wir knallen. Los geht's. Alles klar, wir metzeln alles nieder, was du uns erzählst. Wohin? Bam, bam, bam. Na los, komm. Wo sind die? Wo sind die anderen? Bam, 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 bam. Mann, das ist eine Rekordzeit hier. Oh, doch nicht. Oh, oder zu viel Mund genommen. Zu voll den Mund genommen. So, jetzt aber. Alter, der bewegt sich auch noch. Okay, da war kein Problem. Nein. Das ging doch. Oh, oh. Der nächste, komm her. Haben wir? Jawoll! Das ist ein gemein Volk. Der Rest der Firmi-Schergen im Spiel zu erledigen. Geht und holt euch eure Belohnung. Das ist mit Firmi?
Firmi Schergen, okay. Und er war irgendwas mit Firmi Haus, hat doch gesagt. Alter, ich bin jetzt immer noch nicht ganz so durch. Irgendwie bin ich noch nicht ganz durch mit seiner komischen Rätsel. Oh. Alles klar, also es gibt wirklich 10. Sonst hätte er jetzt nicht die Meldung gemacht, oder? Welten erweitern. Der zum Großwälzereingang zurückkehrt. Okay. Gut, die Pest. Diesen Pagey oder dieses Pagey haben wir jetzt. Es sieht aus, als ob es wirklich nur 10 gibt, aber Firmin. Also die nennen sich Firmi-Schergen, diese komischen Viecher. Und der eine Typ hat irgendwas mit Firmi erzählt. Aus dem Wald. Warte mal. Ich muss mir das noch einmal anhören. Sorry, Leute. So, jetzt bitte erzähl mir noch einmal deine Weisheiten. Oh, da ist noch einer. Weg mit dir. Mann, Mann, Mann. So. Ich habe schon wieder vergessen. Genau, sag mir also den Hinweis. Los geht's. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmi-Stadt schon nicht ertrinken. Firmi-Stadt. Okay. Ich glaube, Firmi-Stadt könnte auch irgendwo außerhalb dieser Welt sein. Vermute ich fast. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die 10 Pages und ich vermute einfach mal, es gibt hier keine mehr. Ich werde wahrscheinlich hier auch weitergehen können. Nur, was mich eins interessiert, ich habe vorhin noch ein paar Seiten oder ein paar Federn gesehen, die ich noch nicht gesammelt habe. Da konnte ich die von hier irgendwie sehen. Warte mal. Die waren auf diesem Berg oder sowas. Oh, wow. Die waren auf diesem Berg. Die waren, glaube ich, hier irgendwo. Da. Da sind noch 3 Federn. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Von hier komme ich da nicht hin. Da auch nicht. Und da kann man nicht rüberspringen, oder doch? Scheint mir ein bisschen weit zu sein. Ich versuche das Ding irgendwie auszutricksen. Irgendwie muss ich doch da hoch. Vielleicht hier lang? Das könnte sein. Jawohl. Wir klettern auf jeden Berg, ganz egal, auf wie hoch er ist. So. Mehr Federn habe ich jetzt erstmal nicht gefunden im Spiel. Oh! Alter. Da ganz hinten in der Ferne, da ist noch eine. Und da oben auch. Wie komme ich denn da hoch? Okay, also ich war noch nicht überall. Und mir fehlt ja immer noch der eine Geist. So, komm. Wir gehen jetzt mal in die Richtung. Und schnappen uns... Guck mal, da sind auch noch welche. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Bam, 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 bam. Kassier, Junge! So, weg mit dir. Hey, noch ein. Zack. Da war er hartnäckig. So, also hier auf diesem Berg gibt es auf jeden Fall noch eine Feder, die ich haben möchte. Oh. Na. Oh, 2, 3 Stück noch. Okay. Die haben wir. So, wie komme ich da jetzt weiter hoch? Also einer ist da noch auf dem Berg. Und da ist auch noch einer. Nee, gar nicht. Ups, da habe ich mich verguckt. Okay. Rüberrollen, springen, springen und... Nein, 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 nein. Nicht komplett runter, bitte. Gibt es hier irgendwie einen Trick, wie ich da weiterkomme? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Komm. Ich wollte den inoffiziellen Weg mal gehen. Nee, das funktioniert nicht. Schade. Nochmal. Ach, scheiße, den hätte ich lieber auch sammeln müssen. Meine Energieleiste ist auch nicht mehr so lang. Ja, ja, okay. Hat sich erledigt, alles klar. Wie komme ich da jetzt weiter hoch?
so nicht. Ich müsste doch da irgendwie hochkommen. Von da aus wahrscheinlich eher nicht. So, warte. Nein! Oh, oh, wo bin ich denn? Wo bin ich denn gelandet? Ah ja, okay. Jawohl, das sieht besser aus. Okay. Und hoch. Jawohl. Den haben wir auch. So, wie komme ich jetzt dahin? Also, wenn ich da jetzt hochfahre, komme ich da über diese Plattform irgendwie anders hoch? Da ist doch so ein komischer Wirbel mit Büchern. Und da oben ist da das... Da ist eine Pagey. Ach du Schande. Also gibt es doch mehr als 10 in einer Welt. Die Frage ist nur... Dahin sehe ich auch wieder noch eine Feder. Die Frage ist nur... Bei diesen ganzen Pageys, die ich hier finde... wie viele gibt es denn überhaupt? Also da finde ich noch eine Feder, die ich noch nicht gesammelt habe. Die will ich mir holen. Die Hormones in der Richtung. Immer weiter gucken. Nicht aus dem Auge verlieren. Oh oh. Ja, da komme ich so nicht rüber. Dann gehen wir mal lieber den sicheren Weg. Oh. So, wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Wie gesagt, wir nehmen den sicheren Weg. Immer auf Nummer sicher gehen hier. Ah ja, okay, kein Problem. So, jetzt muss ich... Alter, ich finde ja überall Federn. Ich bin ja total schlampig gewesen hier. Beim Sammeln. Nein! So geht's nicht hoch, okay. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Komm ich da nochmal hin? Ja. Da könnte auch was oben sein, aber ich glaube, da habe ich nichts gesehen vorhin. Da muss ich also wieder auf das... wieder auf den Automaten drauf, scheinbar. Ja. Kam ich vorhin nochmal auf dem Automaten. Ich glaube, ich bin hier lang gelaufen. Ja. Und? Jawohl. So, den haben wir. Die Mucke ist echt geil, ey. So. Wir müssen jetzt wieder rüber. Das ist der gefährliche Weg. Da springe ich jetzt nicht runter. Sehe ich noch irgendwas von der Ferne? Sieht nicht so aus. Auf dem Berg kommen wir wahrscheinlich nicht. Okay. Gut. Dann holen wir uns nochmal die letzten Seiten da. Oder, ja. Die letzten Federn. Es muss irgendeinen weiteren Weg nach oben geben. Den ich übersehen habe. So, einmal hoch bitte. Fahrstuhlmusik. Ein bisschen aufräumen hier oben. So, wozu zum Beispiel... Wofür ist zum Beispiel das? Kann ich damit irgendwas anfangen? Vor allem... Es sieht fast so aus, als ob man damit irgendwas einfrieren könnte. Aber das weiß ich leider nicht, ob das geht oder nicht. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Ist das vorgesehen, dass ich da hochkomme? So schon mal nicht. Das heißt hier auch nicht, vermutlich. Da auch nicht. Es windet ganz schön hier. An der Säule. Nee.
Ich muss mir das noch einmal angucken von der Ferne. Ah, nein! Aua! Das tut weh. Okay, nochmal. Hoch. Irgendwo hoch. Ich muss irgendwie ein bisschen höher kommen, um mir das genau anzugucken. Also da sehe ich nichts. Dem Plateau ist auch nichts. Ich sehe nur, da oben ist ein riesiger Strudel. Ich komme da aber nicht hin. Wisst ihr was? Ich werde einfach mal versuchen, diese Erweiterung durchzuführen. Und einfach mal zu gucken, ob man vielleicht dann andere Sachen freistellt, andere Sachen freispielt oder die Welt dann anders aussieht. Ich habe keine Ahnung. Weil ich bin mir einfach jetzt nicht mehr sicher, wie ich weiterkomme. Bevor ich hier nur rumlaufe und nichts mache, werden wir mal versuchen, das Buch zu erweitern. Aber das, Leute, kommt in der nächsten Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch hier Spaß gemacht bei der Folge. Und wenn ihr irgendwelche Tipps, Anregungen für mich habt, wie immer, schreibt sie unten rein. Freue mich über jeden Kommentar, jeden Like, jedes Abo. Wäre echt der Hammer, wenn ihr mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützt. Genau. Das ziehen wir uns mal ganz kurz rein. Was für ein Schlangentyp, was für eine Wette. Ja, okay. Okay. Erweitern oder erkunden? Ja, gute Frage. Ja, jetzt aber endgültig erstmal. Wie gesagt, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.